Junge Menschen sind politikverdrossen, scheren sich nicht um ihre Zukunft und sitzen am liebsten sinnlos vorm Rechner. So denken leider einige Menschen, was durch die aktuellen Proteste vieler junger Leute gegen Artikel 13 oder die Klimapolitik eigentlich widerlegt sein sollte. Eigentlich. Doch stattdessen müssen sie sich von einzelnen Politikern nicht nur kritisieren, sondern sogar deklassieren lassen. Warum das aus unserer Sicht eine absolute Frechheit und sogar eine Gefahr ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Nochmal kurz zur Auffrischung. Bei den sogenannten Friday for Future Demonstrationen schwänzen jeden Freitag weltweit tausende Schüler den Schulunterricht, um auf die aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik aufmerksam zu machen. Wozu noch zur Schule gehen, wenn unser Planet sowieso gar keine Zukunft hat? So lautet überspitzt die Message. Wir persönlich finden das insofern legitim, als dass es nun mal provoziert und Provokation häufig überhaupt erst zum Nachdenken anregt. Natürlich kann man aber sehr wohl darüber diskutieren, ob es den Schülern wirklich so viel bringt, jeden Freitag den Unterricht zu schwänzen und die Schulpflicht zu verletzen. Es gibt Leute, die diese Meinung vertreten und das ist auch erstmal völlig in Ordnung. Was aber aus unserer Sicht absolut gar nicht geht, ist, wenn Jugendliche oder Kinder für ihr Engagement belächelt, nicht ernst genommen oder veräppelt werden. So wie von FDP-Chef Christian Lindner, der vor einigen Wochen Folgendes in einem Tweet geschrieben hat. Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll, von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. CL. Dies ist eine Aussage, die für viele erstmal arrogant und hochnäsig anmutete. Zwar ließ Christian Lindner in den Kommentaren unter dem Tweet erklären, dass er mit Profis nicht Erwachsene und Politiker, sondern Wissenschaftler und Ingenieure meine. Trotzdem kann der Tweet für sich stehend diskreditierend, vielleicht sogar entmutigend wirken. Oder eben für noch mehr Empörung sorgen. Soweit also zu den Fridays for Future. Viel schlimmer sind aus unserer Sicht aber die Dinge, die sich rund um die Diskussion über die Urheberrechtsreform und Artikel 13 abgespielt haben. Auf die Pro- und Kontra-Argumente soll an dieser Stelle aber nicht nochmal eingegangen werden, da dazu wirklich alles gesagt wurde. Und fairerweise muss man einräumen, auch auf der Gegenseite, hier auf YouTube und auf einigen Demonstrationen wurde aus unserer Sicht maßlos übertrieben. Wir glauben zum Beispiel nicht, dass wir auf dem Weg in eine neue Diktatur sind, wie wir es in dem Zusammenhang manchmal gelesen haben. Und wenn Axel Voss tatsächlich Bombendrohungen erhalten hat, dann ist das unter aller Sau. Drohungen und Beleidigungen gehen absolut gar nicht. Auch wenn er ein bisschen doof ist. Aber als vom Volk gewählter Politiker Demonstranten bzw. Leute, die nicht der eigenen Meinung entsprechen, als Fake zu bezeichnen oder der Käuflichkeit zu bezichtigen, ist eine bodenlose Frechheit. Und trotzdem ließ sich der CDU-Politiker Daniel Kaspari in der Bild-Zeitung mit folgenden Worten zitieren. Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des neuen Urheberrechts zu verhindern. Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformation und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. Herr Kaspari, unsere Demokratie wird aber auch dann bedroht, wenn von den Bürgern gewählte Politiker ihre Wähler derart verleumden. Und dass der offizielle Account der CDU-CSU Europa dieses Zitat auch noch auf Twitter weiterverbreitet, macht es nicht besser. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da gehen zehntausende Leute bei Wind und Wetter auf die Straße und tun ihre Meinung kund. Sie leben also Demokratie und müssen sich dann dafür diskreditieren lassen? Man kann zur Urheberrechtsreform stehen, wie man will. Aber das ist in höchstem Maße fragwürdig und zu Recht wurde Kaspari dafür auch aus der eigenen Partei kritisiert. Ebenso fragwürdig ist es aber, wenn Gegner der Reform in sozialen Netzwerken als Fake abgetan werden, wie es der Europaabgeordnete Sven Schulze, ebenfalls von der CDU, getan hat. In einem Tweet bezeichnete er kritische Mails, die er bezüglich Artikel 13 erhalten hatte, als Fake-Aktion von Google. Er mag in einigen Fällen sogar recht haben, das weiß man nicht. Doch auch er spielt damit all die realen Menschen herunter, die wirklich auf die Straße gehen. Keine Frage, es handelt sich nur um zwei einzelne Personen. Doch auch wenn sich selbst innerhalb der CDU kritische Stimmen zur Urheberrechtsreform finden gilt, solange solche Aussagen von Mitgliedern der Partei geduldet oder sogar noch in sozialen Netzwerken weiter verbreitet werden, wirft das ein schlechtes Licht auf die gesamte CDU. Das ist nichts anderes als im Fall von Björn Höcke, der im Namen der AfD immer noch seinen rassistischen Schwachsinn verbreiten darf. Die CDU verschreckt mit solchen Aktionen womöglich wichtige Wählerstimmen für die schon im Mai anstehende Europawahl. Hashtag nie mehr CDU lässt grüßen. Und die Herrschaften sollte man nicht vergessen, auch die AfD war gegen Uploadfilter.
Und durch solche Aussagen von CDU-Abgeordneten kann die AfD womöglich nochmal zusätzlichen Auftrieb bekommen. Und die lacht sich doch kaputt. Denn die AfD kann jetzt immer häufiger voller Stolz und in dem Fall sogar zu Recht prahlen: Seht ihr, wir haben es euch schon immer gesagt, die da oben kümmern sich einen Scheiß um euch und suhlen sich nur in ihrem Establishment. Und die CDU, die kann sich nach der Wahl wieder hinstellen und sagen, ja, wir wissen auch nicht, wie das schlechte Ergebnis zustande kam, das müssen wir erstmal ganz genau analysieren. Versteht mich nicht falsch, wir hoffen nicht, dass es so kommt, aber wir haben die Befürchtung, dass es so passieren könnte. Und zum Abschluss muss man sich doch die Frage stellen, was für ein Bild von Politik, ja von Demokratie, dadurch jungen Menschen vermittelt wird. Ich meine, es sind doch vielleicht genau diese Themen, wo man sich erstmalig für Politik interessiert, engagiert oder eine eigene Meinung bildet. Und da muss man sich gleich zu Beginn Dinge anhören wie überlass das den Profis, die sind alle gekauft oder das ist doch alles Fake. Ganz ehrlich, da muss sich auch keiner mehr wundern, wenn junge Menschen tatsächlich irgendwann Politik verdrossen werden. Tja, aber dann heißt es ja wieder, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik. Man erntet eben, was man sät. So, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt und nachdem wir nun alles rausgelassen haben, hier nochmal der explizite Hinweis. Das hier war ein Kommentar, der sehr von Schwarz-Weiß-Denken geprägt war, eben unsere ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Und wenn ihr anderer Meinung seid, ist das natürlich völlig in Ordnung. Wir selbst haben da letzte Woche schon Quickscope intern lang und breit darüber diskutiert und wenn auch ihr das Ganze anders seht, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns in den Kommentaren zu widersprechen. Und wir werden euch auch bestimmt nicht als Fake oder käuflich abstempeln. Und damit bis zum nächsten Mal.